Die Diskussion über die Gehaltserhöhung für Beamte ist nun ein bisschen in eine andere Richtung entglitten. Und jetzt sagt noch der SPÖ-Klubobmann Philipp Kucher etwas. Geschätzte Kolleginnen und Kollegen, man hat ja fast ein bisschen Mitleid nach dieser hilflosen Rede von Herbert Kickl, wo er versucht hat, die Familientherapie in den eigenen Reihen sozusagen irgendwie zu entsorgen in Richtung österreichischer Bundesverfassung. Dafür ist unsere Verfassung nicht da. Die Rede, die du da gehalten hattest, wäre besser gewesen, glaube ich, in den eigenen Parteigremien und sich dann hinzustellen. Und die eigenen Regierungsmitglieder in Oberösterreich, Niederösterreich und Salzburg da zu Haschalan abzustempeln, zu tun, als wäre die Frau Swarczyk, der Herr Heimbuchner und der Herr Landbauer, als hätten das nicht wehren können, dass die ÖVP ihnen da Geld gibt, das wäre schon in der Verantwortung der FPÖ gewesen. Die Hand aufhalten vor Ort in den Bundesländern, da große Reden halten, das geht nicht zusammen. Und das kennen wir von der FPÖ, Großreden vom kleinen Mann. Und es gibt keine Partei, die so ungeniert immer in die Kassen gegriffen hat, der Steuerzahler. Es war die FPÖ, die jahrelang sich bedient hat, wo die ganze so zum Kasse gefüllt worden ist für die eigenen Leute. Es ist ja nachher nicht nur der Champagner gezahlt worden, der Whirlpool gezahlt worden, die Penthouse-Wohnung in Wien gezahlt worden, die Villa in Niederösterreich gezahlt worden. Da warst du Generalsekretär, Herbert Kickl, und entweder hast du das nicht mitgekriegt oder es war in Ordnung, wo deine Leute sich die Taschen gefüllt haben. Aber das passt ins Bild. Das passt ins Bild. Vom kleinen Mann reden und von Sparsamkeit reden und selber kassieren und Gehälter kassieren als Generalsekretär von der FPÖ Wien. Das passt nicht zusammen. Und dann ist man großzügig mit den eigenen Leuten. Was ist denn passiert in Niederösterreich? Die Leute zahlen jetzt hunderte Euro mehr Stromrechnung, aber der nächste Vorstand muss her. 100.000 Euro spielen keine Rolle. Habt ihr euch da auch nicht wehren können bei der Mikl-Leitner? Das geht so in der Frage nicht. Wenn man da große Reden schwingt, wäre es gut, in den eigenen Parteien ein bisschen an Respekt kriegen. Und du wirst ja wohl in der Lage sein, dich beim Herrn Heimbuchner, bei der Frau Swarczyk sozusagen, auch durchzusetzen und beim Herrn Landbauer und nicht zu so tun, als wären das Haschaland sozusagen, die nicht in der Lage sind, sich dort zu wehren. Aber Großreden von kleinen Mann mit dem Porsche durch die Weltgeschichte herumfahren, das ist immer die freiheitliche Politik gewesen. Und wenn wir vom Politapparat reden, der Minister, der es geschafft hat, den eigenen Politapparat am meisten aufzublasen, war der Innenminister Herbert Kickl. Das kann sich jeder nachschauen, wie die Kabinettskosten explodiert sind. Da hat Geld keine Rolle gespielt. Da sind alle bedient worden in einer Partie. Da hast du sozusagen genügend Geld auch gehabt und hast deine eigenen Leute versorgt. Da ist ja der Kahner heute fast ein Sparefroh im Vergleich zu dir. Kann man Gott sei Dank alles nachlesen. Also nicht groß reden da von kleinen Mann und von Sparsamkeit, wenn du so viel Butter am Kopf hast. Da werden jetzt viele alte Rechnungen aufs Tapet gebracht von allen politischen Parteien, auf angebliche Versäumnisse der anderen Parteien in Verantwortung hingewiesen.